Okay. Ja. So. Ja, also ich möchte mich bedanken, dass wir heute mit unseren Menschenrettungsschirmen hier sein dürfen an der Friedensglocke zu so einem ganz besonderen Tag, nämlich dem Weltfriedenstag. Wir sind Aktivisten, Friedensaktivisten und machen seit Anfang April, seit dem 4. April am Neptunbrunnen, zwischen Rotem Rathaus und Neptunbrunnen, eine Aktion, die nennt sich Umbrella Peace Art. Umbrella Peace Art hat angefangen am 4. April aus folgendem Grund. In Würzburg haben sich iranische Flüchtlinge in Hungerstreik, in öffentlichen Hungerstreik begeben, weil sie so schlechte, menschenunwürdige Lebensbedingungen hatten, dass sie lieber sterben wollten. Am nächsten Tag hat sich ein griechischer Mann, 77 Jahre alter Mann, vor dem griechischen Parlament in den Kopf geschossen, auch aus Protest, weil er nicht genügend Geld hatte, um zu leben. Er hat einen Abschiedsbrief geschrieben, er anfängt im Müll nach Lebensmitteln zu suchen, bringt er sich lieber um. Das war der Grund, dass wir angefangen haben, Rettungsschirme für Menschen zu machen. Inzwischen ist diese Aktion zu einer Aktion allgemein gegen weltweite Ungerechtigkeit, gegen Armut, weltweite Armut, gegen Krieg geworden. Vom Roten Rathaus kommen Menschen aus der ganzen Welt vorbei, die mit uns gemeinsam die Schirme gemalt haben. Jeder kann dort seinen eigenen Menschenrettungsschirm gestalten und der bleibt dann da vor Ort. Das heißt, wir müssen die Schirme immer wieder abbauen. Wir sind an jedem Wochenende da und dann bauen wir die wieder auf zu einem riesengroßen Peace-Zeichen. Das kann man vom Roten Rathaus gut sehen, auch noch besser vom Fernsehturm. Ich war oben und habe ein Foto gemacht. Das ist echt der Hammer. Ja, ich wollte zu dem heutigen Tag noch etwas sagen. Ich habe im Internet gesehen, einen Bericht gelesen, dass, ich glaube vor ein paar Tagen war das erst, ein kleiner Junge von Rebellen, von Soldaten hingerichtet wurde. Vorher wurde seine Familie umgebracht. Er musste das alles mit ansehen, seine Großeltern, seine Eltern, seine Geschwister. Und zum Schluss wurde der Junge aufgehängt, öffentlich. Und ich möchte dazu sagen, dass es dafür Verantwortliche gibt. Verantwortliche dafür, dass sich Soldaten gegenseitig umbringen, dass Männer zu Bestien werden, die offensichtlich ihr Gehirn ausschalten, ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht anders erklären, wie man sowas machen kann. Und ich fordere die Schuldigen, die Verantwortlichen auf, sich zu verantworten, einfach Schluss zu machen, Waffen in andere Länder zu schicken, auch unsere Regierung, auch Deutschland schickt Waffen in andere Länder. Wenn es endlich ein Ende hätte, dann wäre das sowas nicht möglich. Also mich hat es so schockiert. Es ist kein Einzelfall, es ist jetzt bloß ein Beispiel. Aber ich verstehe nicht, wie sowas möglich sein kann. Es gab auch im Fernsehen so einen Film vor ein paar Tagen über den Zweiten Weltkrieg, wo Franzosen und Deutsche sich gegenüberstanden und es war Weihnachten und ja, Heiligabend, weiß ich nicht wie lange, Viertelstunde oder so, ruhten die Waffen und die haben zusammen da gestanden und Weihnachten gefeiert und als es vorbei war, haben sie wieder angefangen zu schießen. Ist doch nicht normal. Ja, deshalb sind wir heute hier und wir fordern
Schluss damit. Einfach hört auf mit dem Wahnsinn. Danke.